Hi Leute und willkommen zurück zu Conan Exiles Age of Heroes. Heute gehen wir gemeinsam durch, was wir vor dem Update noch alles erledigen sollten. Zum einen wäre da der Battle Pass, denn wie Funcom angekündigt hat, wird es diesen zu Age of Heroes nicht mehr geben. Schaut also, dass ihr noch so viel wie möglich davon mitnehmt. Auch Freya wird es in ihrer aktuellen Form mit den aktuellen Stats nicht mehr geben. Also wenn ihr Interesse habt, sie noch zu einem eurer Kämpfer zu machen, dann solltet ihr das jetzt tun. Fangt euch so viele ihr wollt, aber achtet darauf, dass die Handwerker in Age of Heroes auch zu den Followern gehören und Funcom noch nicht weiß, ob sie die Followerzahl erhöhen werden. Wenn ihr Interesse habt, die beiden Companion Quests zu spielen, dann empfiehlt es sich auf jeden Fall, vorab noch die Zauberkunst zu erlernen. Ihr werdet zwar von einem der Questgeber am Anfang der Quest auch dazu aufgefordert, jedoch steigt ihr weiter in der Quest ein, wenn ihr die Zauberei ein wenig gelevelt habt. Und zu guter Letzt solltet ihr nochmal bei dem kitanischen Händler in Sepamero vorbeischauen, denn auch ihn wird es vorerst nicht mehr geben. Also sammelt eure alten Obolus ein und shoppt, was das Herz begehrt. Ob die kitanischen Händler in einem Chapter von Age of Heroes zurückkommen, ist noch nicht ganz klar, jedoch werden sie in Chapter 1 nicht vertreten sein. Ich hoffe, ich konnte euch in dem Video ein bisschen helfen, euch optimal auf Age of Heroes vorzubereiten. In dem Sinne, Leute, einen schönen Abend euch und bis zum nächsten Mal.